Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ein neuer Mittwoch, ein neues Update. Ich befinde mich wieder im Winterdorf, denn es gibt weitere Aktionen hier im Dorf direkt. Und zwar kann man jetzt verschiedene Tiere, die sich hier im Winterdorf befinden, nehmen und diese als, ja, zum Reiten verwenden. Wie zum Beispiel diesen Bären. Hier kannst du statt auf deinem Pferd einmal auf einen ungewöhnlichen Tier reiten. Es gibt keine Ziele und du kannst so lange reiten, wie du möchtest. Aber diese Reittiere sind etwas schwieriger zu führen, als du es von Pferden gewohnt bist. Es gibt einige Dinge, die du nicht tun kannst, während du auf einen dieser Tiere reitest, zum Beispiel dein Outfit wechseln. Bring das Tier hierher zurück, wenn du mit dem Reiten fertig bist. Okay. Und schon, zack, bumm, reiten wir auf einem Pferd. Was wir hier zum Beispiel auch sehen, hat überhaupt keine Drehanimation. Das ist komplett glatt. Aber dieser schnellere Gang ist schön. Okay. Ach, der Bär ist ja knuddelig, ne? Muss ich jetzt mal so zugeben. Jagdgalopp? Ist ja kein Galopp, ist ja ein Berge. Okay, aber das ist gut. Der Bär ist knuddelig. Gut. Reiten wir mit dem Bär erstmal aus dem Weihnachtsdorf wieder raus, um zu gucken, ob das auch außerhalb des Weihnachtsdorfs funktioniert. Außerhalb des Weihnachtsdorfes. So, jetzt war es richtig. Jawohl, und es funktioniert. Wahnsinn! Ja, ihr Lieben, es kann gut sein, dass ich einige Bilder machen werde. Allerdings nicht jetzt im Video, sondern wahrscheinlich erst später. Vielleicht auch erst so, weiß ich nicht, Ende der Woche. Kommt drauf an, wann ich die Zeit und die Lust finde. Ja, das nächste, wo wir hinreiten, ist... Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Scheiße sagt man nicht, aber ihr habt es jetzt nicht gehört. Wir müssen nochmal zurück ins Winterdorf. Denn ich habe was vergessen. Und zwar gibt es im Winterdorf ein neues Set. Ich glaube, sowohl für das Pferd als auch für den Reiter. Und das würde ich mir ganz gerne mal ansehen. Weil kann auch gut sein, dass dieses neue Set in meinen Schreiderklang. Jawohl. Oh mein Deutsch. In meinen Kleiderschrank, wollte ich sagen, kommt. Aber das kann ich alles erst sagen, wenn ich ja gesehen habe. Und hier steht ein Julbock. Warum steht hier ein Julbock? Okay, hier ist es schon mal nicht. Ach so, Lager. Ja, okay. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Aha, okay. Und jetzt kann man sich's nicht ansehen, ne? Kladderadulch. Na ja, gut. Das ist auf jeden Fall das neue Set hier von der vom eisigen Western-Satteltasche bis hier vor zum eisigen Western-Hut ist das neue Outfit. Bin ich gespannt. Wie gesagt, kann sein, dass ich alles kaufe, wie man mich kennt. Aber jetzt würde ich mich ganz gerne mal nach Vale Dale machen.
Denn das angekündigte Rennen ist da am Fluss, am Vailedale. Nee. Jetzt wollte ich beinahe sagen, am Vailedale See. Stimmt ja gar nicht. Ist ja noch in Vailedale Village direkt. Silversong Fluss. Oder? Silversong Fluss. Genau. Am Silversong Fluss. Ich wusste jetzt gerade nicht, ob das auch wirklich stimmt. Gut, dann lassen wir uns mal nach Vailedale fahren. In der Hoffnung, die erschrecken sich jetzt nicht, wenn ich da mit einem Bär auftauche. Könnte lustig werden. Ja, und da bin ich sehr gespannt. Ich habe ja schon ein tonloses Video zu dem Weg von Vailedale den See hinunter gemacht. Das kennt ihr allerdings noch nicht. Das habe ich eigentlich mir so gedacht, wollte ich in Schnipseln schneiden und das mal irgendwo in vielleicht ein anderes Intro oder ein anderes Outro packen. Aber dazu kam es noch nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Okay, und hier ist es. Och, wie knuddelig. Hihihi. Okay, das ist Flipper. Aber ich dachte, wir müssen mit beiden reden. Bevor das Rennen... Na gut, abwarten. Flipper. Flipper quäkt und schnarcht aufgeregt, während er verzweifelt versucht, dir mit seinen Flossen vorzumachen, dass du auf dem Eis rutschen sollst. Es wirkt, als sollst du den zugefrorenen Fluss hinunterrasen. Okay, und wir kriegen 150 Schillinge, 700 Erfahrungspunkte fürs Pferd, okay. Und zwei Wünsche. Okay, gut, dann machen wir das halt mal. Ich glaube, die Videofrequenz reicht nicht mehr bis runter. Ich habe nur noch 3 Minuten Aufnahmezeit und ich glaube, dieses Rennen ging 4 oder 5 Minuten. Es wird eng. Hä? Was? Moment. Aha. Seht ihr, das muss man ja schon mal wissen. Uiuiui. Ui. Aber schön gemacht bis jetzt, auch wenn wir aus Vailedale noch nicht draußen sind. Ach, da musste ich drüber springen. Ah, nee. Gut. Wow. Okay. Slalom mitten auf dem Eis. Kann man ja mal machen, gell? So, jetzt sind wir, glaube ich, schon fast da, würde ich sagen. Jawohl. Wir sind auf halbem Wege. Uhuhuhuhu. Okay. Es... ja. Oha. Nein. Ich renne euch doch über den Haufen mit dem Ding, Bär. Das könnt ihr doch nicht machen. Auch ist das knuddelig. Ach du liebe Zeit. Was? Ach du großer Gott. Ach du großer Gott.
Und hier ist das Ziel. Nee. Oh, du musst hier drum rum reiten. Ach du große Neune. Okay. Hilfe. Ups. Ja. Uff. Okay, die Ziellinienmelodie, die war ja Oberhammer. Das hat mir gefallen. Das ist cool. Flapper ist froh, dich zu sehen. Sie schlägt vor Entzücken die Flossen zusammen. Sie will dir offenbar... Was? Ah nee, sie will dir offensichtlich sagen, dass du dich auf dem Eis so elegant bewegst wie ein Pinguin. Ach, wie knuddelig. Und Big Desire ist Level 7. Ach, knuddelig. Was haben wir hier? Ach so, ja. Okay. Ja. Kleinen Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wage das rutschige Rennen des Silversong-Fluss hinunter, haben wir getan. Begib dich ins Winterdorf, um auf den verschiedensten Tieren zu reiten. Tue ich gerade. hol dir das eisige Western-Set im Winterdorf. Ja, das mache ich später. Hol dir im Austausch gegen Wintergrüße einen Schneehasen als Haustier. Genau. Und da wollte ich erstmal gucken, wie viele Wintergrüße man für den Hasen überhaupt erstmal braucht. Ich gehe davon aus, dass wir mehr als diese 50 Wünsche brauchen. Weil wir hatten ja beim ersten Geschenk bei dem Pinguin schon 50 gebraucht und ich denke mal, da werden wir jetzt auch 50 brauchen. Ups, hier will ich hin. Was mich auch interessiert, ist, wo das sein soll. Ob das auch bei dem Julebock ist oder in irgendeinem Shop. Aber ich würde mal behaupten, es ist bei einem Julebock. Aber da ich das nicht weiß, gehe ich jetzt erstmal jeden Shop durch. Das war der Shop mit der neuen Ausrüstung. Och, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt mal gleich jemand anderen mit. Komm, gehen wir gleich mal Reihe durch. Nehmen wir jetzt die Reku mit. Ja. Oha! Oha! Mach das nochmal. Ach du heiliges bisschen. Ach du großer Gott. Okay, hier ist auch nichts. Okay, das Hoppeln, das gefällt mir. Das ist schön. Okay, gut. Ist hier nicht, also kann es nur oben beim Julebock sein.
Ach du heiliges Bisschen. Das Gehoppel. Ich gehe kaputt. Macht das der Elch auch? Aha, 50. Okay. Ja. Schenkt ihr warme und flauschige Gefühle, kann im Winter-Event 20 Gegenstände eingetauscht werden. Okay. Gut, kann ich nicht machen, weil mir die Wintergrüße fehlen. Aber wir können Geschenke holen. Ich okay. Pferde-XP und Gletscher-Bosal. Okay. Schön. Ja. Das sieht aus. So was. Nase nach oben und los geht's. Cool, ihr Lieben. Ich glaube, das soll es dann auch gewesen sein. Das Rennen, die Tiere, das Set und der Schneehase. Jawohl, das war's. Ja, sehr schön. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein paar Aufnahmen machen, noch ein paar Bilder machen. Und werde schauen, dass ich nochmal nachträglich 50 Wünsche zusammenbekomme. Schade, dass ich die letzten, die ich gesammelt habe, für Pferde-XP zum Fenster rausgeschleudert habe. Hätte ich das gewusst, hätte ich es gelassen. Aber gut, wer will das wissen und woher auch. Ja, das war's vom dieswöchigen Update. Ich bin gespannt, wie schnell ich die 50 neuen Wünsche habe. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.